So, da bin ich wieder. Und jetzt brauchen wir natürlich Glas. Mit dem Autoklicker brauche ich jetzt einfach nur irgendeine Taste gedrückt zu halten. Und ihr seht ja, das geht jetzt rasant schnell. Das könnt ihr euch auch aus dem Internet runterladen. Es nennt sich Autoklicker oder Speedklicker. Und ihr seht, dann macht das Craften gleich wesentlich mehr Spaß und ist auch wesentlich einfacher. Und so lässt sich natürlich auch Geld verdienen. So. Also mit dem Speedklicker könnt ihr einfach sagen, welche Taste ihr wie oft hintereinander gedrückt haben wollt. Also in welcher Geschwindigkeit. So. Aber wir kriegen hier noch mehr. Okay. Das brauchen wir jetzt natürlich. Bottles. Und bei den Bottles ist das leider das Problem, dass man nur 99 stacken kann. Aber ist ja für uns kein Problem. Nee, du sollst die Sachen nicht fallen lassen. Na, tut mir leid. Ja, das kennen wir ja schon. So. Du sollst die Sache nicht fallen lassen. Das war Absicht. Ja, ich weiß. Also mit dem Speedklicker ist das halt das Problem, dass wenn er dann mit der Maus von dem, was ihr craftet, runtergeht, dass der dann noch einen Klick macht und die Sachen dann natürlich fallen lässt. Oh, und jetzt ist unser Inventar voll, so wie ich das gerade sehe. Ach, guck mal, den Dirtblock, den können wir hier erstmal wegtun. So, jetzt suchen wir den Händler auf und gucken mal, was uns das jetzt bringt. So, Merchant, komm mal her. Lovely morning, wouldn't you say, was there something you needed? Ja. Also der gibt mir 19 Silber und 80 Kupfer dafür. Das ist nicht wirklich viel. Oh, jetzt habe ich natürlich, weil ich eben draufgegangen bin, Gold verloren. Das ist nicht gut. So, 4 Gold haben wir jetzt schon wieder. So, die Dinger können wir auch verkaufen. Da haben wir ja eins von. Halt. Gut, also noch ein paar Flaschen müssen her und dann müssen wir für das Holz natürlich auch noch was machen. So, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann doch noch mal zu dem Sand hin. Oder wir holen uns das Restgold einfach unten aus der Höhle, was wahrscheinlich interessanter ist. Aber den Trick hier wollte ich euch einfach mal mit gezeigt haben, wie ihr halt an Geld rankommt. So, ein paar Heiltränke wären natürlich auch nie verkehrt. Oh Mann, da können wir uns ja jede Menge herstellen jetzt. Vor allem die können wir ja eigentlich auch verkaufen, weil Pilze kriegt man ja genug. Dann machen wir uns mal Glühpilze. Die werden wahrscheinlich mehr Geld bringen. Ah nein, ah, das war Fail. Jetzt habe ich Heiltränke gemacht, Mana-Tränke gemacht und die haben mir die Sterne weggenommen. So, was können wir denn aus Holz craften? So, da will ich jetzt erstmal gucken, was denn am meisten Geld bringt. Ein Schild oder ein Tisch oder eine Werkbank. Oder ein Wooden Sword oder ein Wooden Hammer oder ein Bogen. Weil das, was am meisten Geld bringt, das craften wir dann natürlich. So, ich lasse die Tür jetzt einfach mal auf.
Die auch. So, was gibt's mir denn? 20 Kupfer, 10 Kupfer, 20 Kupfer, 30 Kupfer, das Schild kauft er nicht, 30 Kupfer, 40 Kupfer, 60 Kupfer für einen Tisch. Also ist klar, wir craften Tische. Okay, aber annehmen tut das anscheinend doch, das Schild. Aber er gibt uns nichts dafür. Okay, klare Sache, wir brauchen Tische. Mal sehen, wie viel wir davon kaufen können. Natürlich verbrauchen die extrem viel Holz jetzt. ...59 Silber, das ist sehr schön. Ja, und wir kriegen immer mehr Gold zusammen. Kann ich dem das in einem... Ja, kann ich dem abgeben. Okay, und der bringt 20 Kupfer. Was bringen die? 16 Silber für 8 Dinger. Was bringen die? 12 Silber nur. Was haben wir, die Leather Healing? 8 Silber. Leather Healing. Kaufen wir da auch noch welche von. So 6 Gold haben wir schon zusammen. Die Mana ist sowieso nicht. 3 Silber, 6 Silber, 10 Silber, 6 Silber. Ja gut, aber wir haben ja auch noch Edelsteine. So viele brauchen wir auch später nicht. Wo haben wir sie? Hier. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie viele wir denn für ein Laserschwert brauchen, weil ich möchte mir natürlich später eins basteln. Und dafür brauchen wir nämlich irgendeins davon, bevor ich da jetzt alle verkaufe. Ruby. Ruby. Amethyst, Saphir, Emerald. Okay, Ruby haben wir gar nicht. Wir können die aber aus Saphire, Emerald, 10 Stück. Machen wir erstmal 10 Emerald. Die behalten wir, dann haben wir schon mal ein Laserschwert für später sicher, weil die Dinger hier, die werden mir jetzt ordentlich Kohle bringen. So. Das wird sowieso noch ziemlich lange dauern, obwohl für ein Yellow Faceplate brauchen wir 10 Topasse. Dann behalten wir doch einfach von allem 10. Weil mehr als 10 brauchen wir dafür nicht. So, jetzt können wir uns nämlich die Laserschwerter später irgendwann in 4 Farben herstellen schon mal. Und können die anderen Sachen jetzt natürlich verkaufen. So, mal gucken, wie viel uns das jetzt bringt. 5 Gold. Hervorragend. 75 Silber. 1 Gold. 54 Silber. 2 Gold. Oh, es fehlen uns 4 Gold noch. Okay, 4 Gold. Kriegen wir die nicht irgendwie noch zusammen? Vielleicht durch die Barren. So 83 Kupferbarren dürften ja eigentlich eine Menge bringen. Ich gucke jetzt einfach mal. Schau, was bringt uns 2 Gold 56, 1 Gold 24, 1 Gold, 1 Gold, 9 Silber. Okay, da wir Silber, Gold und Kupfer sowieso kriegen, sparen wir uns die restlichen Ressourcen und wir haben die 20 Gold zusammen und können jetzt gucken, was das für ein Dryaden-Item ist. Das Iron Bar, Demonit Bar, so. Auf zur Dryadin und gucken, was ist das für ein 20 Gold-Item. Komm mal her, du süße Dryade. Okay. Magically Move Dirt. Okay, das verbraucht Mana. Und was bringt uns das Ding? Dirt Rot. Komisch. Haben wir 20 Gold für ausgegeben, das Ding bringt noch nicht mal was. Ah, Mana kommt automatisch zurück. Ja, das ist ja cool. Okay. Naja, gucken wir mal. Was ist denn, wenn ich jetzt...
Mhm.